Wir nehmen heute mehrfach Abschied von alten Freunden. Wenn ich eine Geige dabei hätte, würde ich das Trauriges spielen. Ja. Und zum Beispiel hat Apple jetzt nach 10 Jahren iPhone, hat es den iPod Eagle endgültig erlegt. Fast. Ja. Shuffle und Nano sind tatsächlich jetzt offiziell eingestellt worden. Touch hat ein kleines Größenupdate bekommen, aber sonst nichts. Und das war's dann jetzt. Hättet ihr gedacht, dass das 10 Jahre, dass es neue iPod Shuffle und Nano noch 10 Jahre nach Einführung des iPhones geben würde? Ach so, ja, das wär wahrscheinlich seltsam gewesen. Also ich meine, die liegen ja jetzt schon seit 2012 war, glaube ich, die letzte ernsthafte Aktualisierung. Das heißt, sie liegen ja schon 5 Jahre rum, wenn du so willst. Und zwischendurch, dann haben sie 2015 nochmal neue Farben, nochmal ein paar neue Farben, glaube ich, ins Programm mit aufgenommen. Das war's dann. Also die waren natürlich schon tot. Ja, also das ist klar. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad, es gibt sicher, die erfreuen sich in gewisser Hinsicht sicher immer noch Beliebtheit, weil du sagst, ja, kannst du irgendwie wenn die zum Sport mitnimmst, ist es vielleicht auch egal, wenn die mal dann irgendwie runterfallen und durch den Regen rennst und vielleicht sogar mal einen verlierst. Ja, also jetzt gerade beim Shuffle, die wurden ja auch zu sehr günstigen Preisen rausgekloppt. Also da hast du natürlich keine große Sorge, wenn du mit dem laufen gehst oder irgendwas Skurriles machst. Aha. Jetzt ist auch von der Top-Navigation ist die iPod-Kategorie weggefallen. Ja, die ist schon länger weg. Die war schon länger, ja. Schon ja, ja. Ist ja, echt? Ja. Ja, ja, die ist schon wirklich schon, die ist schon gut, gutes, also ich vielleicht auch 2015 oder so. Die hat sich auch vor relativ. Vor der Watch noch. Ja, die hat sich relativ lang gehalten, aber die wurde dann auch irgendwann mal gekillt. Das war so kurz vor Apple Music, glaube ich, und Watch. Und dann ist der iPod musste mal weichen. Der hatte da auch eigentlich nichts mehr zu suchen, muss man sagen. Wie ist denn das mit dem iPod Touch jetzt? Der wird weiter verkauft. Gibt's von dem, aber nicht besonders zahlreich, hat man den Eindruck. Ja, der ist jetzt auf dem Stand von A8, glaube ich. Mhm. Kann das sein? Das ist iPhone 6, richtig? Ja, hört sich plausibel an. Und, und ich glaube, der war jetzt, der hat nie gestört, aber der war auch nie irgendwie im Fokus. Der war der funnest iPod für Games und so. Aber der war jetzt nicht irgendwie super erfolgreich. So, obwohl er eigentlich, also weißt du, war ja immer so auf einem guten Stand eigentlich oft. Und das war eigentlich nie verkehrt, so ein iPod Touch irgendwie zu benutzen, aber fehlt halt der Mobilfunk und dadurch ist er halt unglaublich günstig und toll eigentlich. Aber es hat nie so richtig gezogen, oder? Ja, also nicht in dem großen Stil natürlich, in dem das iPhone, also das iPhone ist vielleicht einfach zu mächtig. Also vielleicht könnte man den iPod Touch als durchaus erfolgreiches Produkt beschreiben, aber im Vergleich zum Erfolg des iPhones ist er halt praktisch ein Nischengerät geblieben. Also mir hat's ja der iPod Touch eigentlich immer angetan. Ich hatte ja da, als der kam ja irgendwie 2007 mit ein paar Monaten Verzögerung und Apple hat ja am Anfang auch eine ganz seltsame Strategie eingeschlagen, dass der iPod Touch praktisch wirklich der war ja softwareseitig auch limitiert. Und dann kam irgendwann die Möglichkeit, das waren ja ganz absurde Sachen, die sie da gefahren haben. Das konntest du irgendwie Bezahl-Updates und dann konntest du es irgendwie, glaube ich, freischalten mit einem Bezahl-Updates, ein paar Apps. Ich krieg's schon gar nicht mehr zusammen. Es war ziemlich skurril, was sie gemacht haben, aber der iPod Touch war nicht von Anfang an, wenn man so will, ein pures iOS-Gerät, sondern der war so komisch eingeschränkt und dann haben sie irgendwann kapiert, dass die Leute natürlich auf dem iPod Touch dasselbe erwarten, was sie auf dem iPhone auch erwarten. Aber auch als das dann passiert ist und als diese ganzen, wir verlangen Geld für Updates, Geschichten und als das alles weg war und der iPod Touch wirklich ein 1:1 iPhone, mehr oder weniger 1:1 iPhone ohne Mobilfunkempfang war oder ohne Mobilfunkchip, selbst dann hat er sich ja weiter gut verkauft. Aber ich meine, auch Apple hat sich natürlich auch nie ja so die gleiche Mühe gegeben, was halt natürlich die Aktualisierungszyklen angeht. Und damit hinge halt so doch über Jahre immer hinterher. Also ich meine, es gab, glaube ich, immer so ganz kurze Situationen, wo er mal ein bisschen näher rankam, wo er sozusagen bis zu einem gewissen Grad eine ernsthafte Alternative war. Wenn man sagt, ich kann halt auf Mobilfunk aus
welchem Grund auch immer verzichten. Und ja, oder halt auch, weil klassisch ist halt sagen, ja, okay, kannst halt für Kinder und so weiter, die halt brauchst du ja Mobilfunkkomponente nicht unbedingt. Aber inzwischen ist ja vielleicht die große Frage, wenn du in dieses Preissegment willst, also halt eben nicht im iPhone-Preissegment, aber das iPhone SE ist ja inzwischen preislich auch so niedrig, also jetzt zumindest im Handel angesetzt, dass da wahrscheinlich sinnvoller wird, oft sinnvoller sein wird, ein iPhone SE zu kaufen, mit neueren Komponenten, als halt den iPod Touch. Also Sie haben halt die ersten Jahre waren die iOS-Geräte ja relativ hart am Limit gefahren. Ja, also die 128 Megabyte im iPhone Classic waren halt sehr, sehr knapp für alles. Und wir sehen ja jetzt auch die Kurve, wenn sie die Kurve zeigen, so am Anfang so alles flach und dann puff, die Leistung hoch. Und sie haben immerhin aber trotzdem 6 Generationen veröffentlicht, die ersten paar Jahre jährlich. Und dann war halt 2010, 2012, 2015. Und verkauft etwas über 100 Millionen Stück versus 1 Milliarde iPhones und iPads. Das letzte Update war ein bisschen besonders, weil das hat nochmal wirklich, also zum damaligen iPhone im Vergleich, technisch komplett auf Augenhöhe gezogen. Ich glaube, die Kameras waren so ein bisschen schlecht oder so, aber das war ein relativ beeindruckendes Update, wo man irgendwie gesagt hat, hey, cool, also könnte man kaufen, aber das Thema Touch oder iPod Touch war halt da schon mehr oder weniger so, jeder hatte halt schon ein iPhone, mehr oder weniger, also stark verallgemeinert gesprochen. Könnte man das, wie geht's mit dem weiter? Kommt da eine neue Version? Bleibt das unter der iPod-Marke laufen oder ist das dann was anderes? Weil iPod ist jetzt relativ tot. Zum Beispiel das Icon für einen iTunes Store in iOS 11 ist, da sind die Noten weg. Ja, das ist jetzt nicht mehr Musik. Okay. Musik ist zwar immer noch voll in der DNA von Apple, ja. nicht vergessen. Ja, also sehr wichtig für uns und immer wenn wir nach der Vorstandssitzung joggen gehen, dann hören wir natürlich irgendwie das neue Album von U2. Ja, auch das. Das wir auch. Erinnern uns. Jetzt habt ihr alle das U2-Album. Nie vergessen. Oh, hat mich meine Mutter neulich gefragt, so, was, wieso habe ich U2? Hat jeder. Ja, war. Ich weiß nicht, wie das weitergeht, aber ich erwarte einfach nichts. Also es wird einfach, dieses Gerät wird vielleicht noch weiter verkauft, weil es ja auch nicht groß was ausmacht. Man muss ja sagen, der Nano und der Shuffle, die liefen ja auch mit einem anderen Betriebssystem, mit so einem ganz krummen, Embedded System. Der Touch war immer auf iOS. Deswegen diese Geräte waren halt auch so ein bisschen besonders. Also die UI ist nicht schön gealtert, muss man sagen, wenn man jetzt nochmal einen Blick drauf wirft. Jetzt, wo wir Abschied davon nehmen, im Shuffle jetzt nicht, aber beim Nano dann. Das iOS-Gerät, ja, die werden es noch weiter ein paar Jahre verkaufen. Ich rechne nicht damit, dass da irgendwie ein Gerät mal überdacht wird. Also das ist ja jetzt 8-Prozessor, also das lässt sich sicherlich noch ein paar Jahre auch produzieren. Und wenn die Chips halt echt nicht mehr vom Band laufen können, dann wird der auch rausfallen, glaube ich. Also das ist zumindest meine Erwartungshaltung. Also ich weiß halt nicht, also es wurde halt jahrelang gesagt, der Touch, oder die letzten Jahre wurde das gesagt, der Touch nimmt ungefähr die Hälfte der Verkäufe ein von allen iPods. Ich wette, das muss in den letzten Jahren, wo wir einfach gar nichts mehr von dem gehört haben, Apple hat ja auch aufgehört, in den Quartalszahlen den iPod explizit zu erwähnen, das muss dann noch wahrscheinlich in Prozenten mehr zugenommen haben. Also am Ende der Shuffle und der Nano wird wahrscheinlich dann, werden noch ein paar Millionen Geräte gewesen sein, aber das ist dann ausgelaufen. Also ich würde nicht erwarten, dass da noch irgendwie was nachkommt. Das soll dann auch kein Fokus zu sein, weil das iPhone halt das einnimmt und das iPad und andere. Ich glaube, im Apple Store war zum Schluss nur noch so ein kleiner Aufsteller, so ein Plexiglas-Teil, wo die drei verschiedenen iPods drin gesteckt sind. So irgendwo ganz weit hinten hinter dem Mac Pro. Ja, und zu Hochzeiten war das ja irgendwie, die ganzen Kopfhörer steckten mit iPod Touches irgendwie. Ja. Also es war. Also nee, aber iPod Touch ist immer noch bei den Lautsprecherboxen und sowas, stehen die im Store noch als Demo-Units dran. Echt, der Touch sogar noch? Ja, der Touch. Das habe ich eben gerade bei dem DVLA ausprobiert, da in bei der Lautsprecherabteilung. Und da haben sie so kleine andere Plexiglas-Ständerchen für einzelne iPod Touches, die gar nicht so toll sind. Die iPod Touches oder die Ständer? Die Ständerchen. Das ist so ein bisschen sehr wackelig, dann kommt das Kabel mit der Diebstahlsicherung dazu.
Da hast du halt dieses super wackelige Dings, ja, ja, wo du dann einen Song aussuchen kannst. Und ja, aber dann hast du halt die ganzen Airplay-Lautsprecher da dran gekoppelt. Klar, also es ist auf jeden Fall, dass du, ich habe gerade nochmal die Preise nachgeschaut. Also das iPhone SE bekommst du im Moment im Handel ungefähr für 80 bis 100 Euro mehr. Also beide 32 GB iPod Touch, 32 GB iPhone SE. Der Touch ist so bei 220. Vielleicht geht der natürlich auch noch mal ein bisschen runter dann im Handel. Und das iPhone SE ist so um die 300 bis 320. Also da ist man schon nah dran. Und für diese 100 Euro mehr, ich meine, klar, es ist jetzt ein Drittel, bei dem Preissegment ist natürlich ein Drittel teurer, aber über den Daumen geschlagen, gepeilt. Aber trotzdem, also ich meine, du bekommst wirklich, wirklich erheblich mehr mit dem iPhone SE, selbst wenn du sagst, ich brauche Mobilfunk fast nie oder steckst halt eine Prepaid-Karte rein mit irgendwas, WhatsApp-Tarif von mir aus. Ja, ich meine, WhatsApp nicht auf dem iPod Touch. Ja, also ich meine, deshalb iPod Touch schon gestorben. Stimmt. Die WhatsApp-Freundin sollte, glaube ich, letzten Sonntag anrufen, hat sich nicht gemeldet. Was ist los? Wieso ruft sie nicht an? Die kann doch nur per WhatsApp kommunizieren, oder? Ja, stellt sich raus, sie war im Wald spazieren, iPhone ist leer gegangen, hat sich verlaufen. Wow, das ist... Ja, das kann man aber nachvollziehen. Ich sag, da darf ich jetzt ja wirklich auf keinen Fall lachen. Ja. Was ich ja spannend finde, ist, wie viele normale iPods noch in the real life unterwegs sind. Also ich fahre jeden Tag öffentlichen Nahverkehr. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute noch iPods hören, mit iPods Musik hören, während sie ihr iPhone in der Hand haben oder ihr Android-Gerät. Vermutlich, weil sie nicht in der Lage waren, die Musik auf dieses Mobiltelefon zu bekommen. Nee, du willst ja oder vielleicht halt auch Akku, Akku sparen. Das ist ja auch so eine gängige Sache. Oder hast halt Musik einfach auf dem einen Gerät, kannst halt ins Auto, im Auto irgendwie anstecken. Und ich meine, also mit so ganz althergebrachten Wegen, ja, also Kopfhöreranschluss. Also muss natürlich es gibt doch, darauf noch eingerichtet sein. Also Philipp Seidel wollte ja auch ein iPod Nano, Nano wollte er haben, glaube ich, und hat einen Hörer einen geschickt. Dankeschön, wer auch immer das war, danke dafür. Aber auch wegen dem Batterieding. Ja, also der wollte auf keinen Fall, dass sein Telefon leer wird, wenn er nur im Zug die ganze Zeit Musik hört. Was es ja nicht tut, weil Musik hören mit einem iPhone auch keinen Strom braucht. Besonders wenn du halt mit Kabel hörst. Also ich kann das, wenn du mit Bluetooth Musik hörst, natürlich auch viele andere Sachen gleichzeitig. Ja, das könnte sein. Aber tatsächlich auch sonst, also ich bin mit dem Zug irgendwie Richtung Köln gefahren und habe dann übers Smartphone, wobei da lädt es natürlich wieder Musik aus der Wolke nach. Oh, ja. Es ist schwierig zu sagen. Ich nehme alles zurück. Und dann gibt es bei manchen Autos, gibt es ja so diese iPod-Integration. Oh ja. Und da haben sie ganz hart nachgedacht, so, wo bauen wir den iPod ein, den Anschluss? Na klar, im Handschuhfach. Mhm. Ja, das heißt, wenn du da mit deinem iPhone rumtust, irgendwie das ins Handschuhfach, das machst du ja nicht. Deswegen hattest du dafür einen Auto-iPod, der da dauerhaft im Handschuhfach geblieben ist. Ach ja? Also, habe ich gehört. Ich hatte nie so ein Auto mit Anschluss. Ich tatsächlich auch nicht. Also es ist lustig, der Hyundai könnte das ja jetzt. Der hat den Anschluss aber halt da, wo man halt direkt drankommt. Aber immer wenn ich das iPhone daran anschließe, dann sagt er kurz, ich gebe dir kurz Strom. Aber mit dir kann ich nicht reden. Ich höre auch auf, dir Strom zu geben, das würde überhaupt keinen Sinn machen. Und dann, blöd. Naja, aber schön war es mit dem iPod damals. Ich habe mit dem Mini angefangen und hatte dann noch einen Classic mit Video und das war es für mich auch schon. Ich habe noch einen 2G zu Hause, der geht auch immer noch. Auf dem Firewire? Ja, auf dem Mini sind noch auch die Podcasts von damals drauf. Weißt du, so ein Daily Source Code und eine Filme und so und solche Sachen. Ich habe den iPod Video wieder gefunden. Die Version von iPod Video, die man schief anschaut, dann hatte sie Kratzer. Das war gut, also war wirklich... weiß gar nicht, wie das durch Quality Assurance gekommen ist, weil das war wirklich albern. Also ich hatte den halt natürlich in der Hosentasche immer dabei und da musste ja nicht mal ein Schlüssel drin sein, da hat ja irgendwie ein Fussel gereicht und zack, so ein Krater im Display. Und dann hat man, das hat man halt viel zu spät auch festgestellt. Man konnte sich natürlich so Schutzfolien drauf machen, das hätte man halt vorher schnallen müssen oder vorher wissen müssen. Aber ich habe den relativ neu damals gekauft, weil ich mir dachte, ist ein cooles Ding, ist schön, hier, Video, knickknack. Und da direkt sofort verkratzt. Inzwischen sieht er halt aus, als würde ich damit Skateboard fahren. Also das Ding als Skateboard ohne Rollen.
Ach ja, aber ja, generell, also die kulturelle Bedeutung natürlich von diesen Geräten, die ist halt der Wahnsinn. Und man muss halt schon sagen, jetzt wo es den Touch, nur noch den Touch gibt, ist das Gerät oder diese Gerätekategorie natürlich auch irgendwie abgeschlossen, muss man sagen. Also der Shuffle und der Nano waren vielleicht so die letzten Auswüchse noch mit diesem komischen Softwarezeug, was neu designt hatten. Was halt super witzig ist, wenn du halt überlegst, dass ich halt heute Kopfhörer habe, die haben mehr Speicher für Musik, also die weißt du, Dash, die einfach in die Ohren steckt, die haben da mehr Speicher drin, um Musik abzuspielen, als dieses 15 Kilo Klotz von iPod, der zu Hause liegt. Und ich kann mir die halt einfach in die Ohren stecken und hab sonst nichts und kann damit Musik. Klar habe ich da nicht so ein geiles Klick, also das Clickbait ist nach vor geil. Also ich hatte. Es gab viele Generationen, die waren halt irgendwie, die waren halt schon krumm, also diese Buttons, diese vierzeilige Reihe Buttons, die geleuchtet hat. War ein tolles Gerät prinzipiell. Halt anders als der erste, der nur mit Firewire kam. Also ich hab den allerersten damals gekauft. Dieser Firewire 400er Anschluss ist halt absurd an diesem iPod. Also wirklich absurd. Das ist so krumm. Also ich hab den noch, meine Schwester hat irgendwie noch einen alten und ich hatte irgendwie, glaube ich, meinen nicht mehr. Und sie hat mir den, glaube ich, zum letzten oder vorletzten Geburtstag mal geschenkt. es ist großartig. Also das ist wirklich ein tolles Gerät prinzipiell. Und dann gab es halt viele, also wir erinnern uns an Nano, ja, der für die kleine Jeans-Hosentasche. Das war absurd. Der Mini war prinzipiell ein interessantes Gerät, weil er kleiner war, weniger Speicher hat, aber teurer war und jeder sich an den Kopf gefasst hat, das kauft doch keiner. Jeder kauft doch das mit dem Größeren und so. Ja, nee. total. Die Farben und das hat dann schon gezogen. Und das, was der beigetragen hat zu der ganzen kulturellen Wandlung auch über die letzten, also seit 2001, ihr fand recht fantastisch, muss man schon sagen. Also ich muss ja sagen, weil wir halt immer davon reden, dass das halt kulturell so ein großes Ding war und man dann immer wieder von Leuten hört, ja, aber das war ja nicht, es gab ja viel bessere MP3-Player und so weiter und so fort und ich hatte zum Beispiel damals einen iRiver IP20 oder irgend sowas. Ja. Unfassbar guter MP3-Player, weil es bessere Audioqualität, an dem Gerät war fast alles besser, die Software war eigentlich die bessere Software, Man konnte das Ding einfach Mass Storage beschießen und dieses Ding hat trotzdem sich da vernünftig durchmanövrieren lassen. Aber dieser verdammte iPod hatte dieses Clickwheel und das hat einfach es war völlig egal. Auch weißt du, wenn er geklungen hätte wie irgendwie AM-Radio in Mono, das war so viel besser. Man hatte halt dann doch irgendwie 10.000 Lieder oder 1.000 Lieder, keine Ahnung, wie viele Lieder man hatte. Aber dann dieses Klick, Klick, Klick nach unten mit so einem 5-Wege-Wheel durch so Dinger. Ey, Alter. Und dann dieses und du Klick, Klick und du warst dann einfach da, wo du hin wolltest. Damit haben sie so unfassbar viel richtig gemacht, dass ich selbst, obwohl ich da viele Sachen ganz oft kritisch sehe, wenn die Leute sagen, ja, also dieser iPod, der war so viel besser, aber an der Stelle hat dieses kleine Detail hat es halt einfach rausgerissen. Sie haben ja auch wahrscheinlich zu Recht versucht, das so in diese Sportecke zu bewegen mit Nike und dem Schuhsensor und solchen Sachen. Was ja auch eine super absurde Geschichte war. Aber das hat auch nie irgendwie natürlich so gezogen wie Strava oder irgendwas. Ja gut, das war war ja wirklich noch eine andere Welt. Hast du das mal gemacht mit Sportsensor am iPod und sowas? Nee, ich hatte ich hätte ihn damals mal ausprobiert eine Zeit lang, aber ich hatte den nie richtig und ernsthaft und länger im Einsatz. Das war ja alles auch ein bisschen komisch mit der Integration. Also das konnte man schon machen, aber da waren ja auch viele, viele Seltsamkeiten da drumherum. Ich tue mir schon schwer, das zusammenzubekommen. Der ist wirklich nur noch so eine verschwommene Erinnerung. Ich habe mir den Schuhsensor mal gekauft und mit einem iPhone 4 oder 4S oder sowas versucht, da Schritte zu tracken, bevor das im Telefon selber eingebaut war. Und das ist nicht gut gegangen. Also das hat auf keinen Fall gestimmt, was der da gezählt hat. Ja, aber das war halt ein erster Versuch und war, glaube ich, relativ
Ja, ich meine, für die damalige Zeit war das schon, war das ja wirklich ein relativ früher Ansatz und halt die wichtige Komponente, dass das halt mit deinem Mobilgerät verbunden sein muss, das, was da trackt. Also, dass die Hardware, die halt trackt, mit dem Mobilgerät verbunden sein muss, ist natürlich der essentielle Punkt, dass das Mobilgerät halt ursprünglich dann halt relativ eindimensional war und natürlich nicht selbst funken konnte und all diese entscheidenden Komponenten natürlich fehlen, die inzwischen so selbstverständlich sind bei jedem Smartphone einfach. Und das deshalb, ja, das hat natürlich immer gefehlt. Also ich war beim der iPod, ich meine, der kam ja 2001, das ist wirklich noch sehr, 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 sehr früh gewesen. Ich meine, klar, also Mobiltelefone waren ja zu der Zeit durchaus schon präsent und vielleicht könnte man auch sagen, auch schon allgegenwärtig bis zu einem gewissen Grad. Aber ich habe mich immer gegrämt bis zu einem gewissen Punkt, weil ich wollte immer von Apple halt ein Telefon oder einen tragbaren Computer und halt kein Gerät, was einfach nur Musik abspielen kann. Das hat mich immer geärgert. Also das Konzept des iPods hat mich auf eine gewisse Weise immer geärgert, weil ich dachte, ich will, das ist ja toll, dass der Musik abspielen kann, aber der sollte doch ein Computer sein. Ja, der überhaupt muss irgendwie ein Browser drauf und da muss doch irgendwie Zeug mitmachen können und der muss irgendwie ins WLAN hängen können und so weiter. Und das kam einfach nicht. Ja. Also über Jahre und Jahre sind vergangen, bis dann dieses Gerät tatsächlich mal kam. Halt mit iPhone und natürlich auch iPod Touch dann später hinterher. Also das ist, das war halt wirklich der Punkt. Also das Smartphone, weil ich meine, weiß nicht, 2001, aber ob wir da irgendwie haben wir da auf dem europäischen und was war da so gerade? Muss ich mal googeln, was 2001 war an, ich meine, da ein Nokia-Telefon da war. Nokia-Telefon, genau. Und da gab es so die Ur-Communicators, gab es die schon? Ich meine, das Ding ist, sie haben halt irgendwann angefangen, bei den iPods Kontakte mit zu synchronisieren und Notizen. Und Fotos. Und Fotos dann später, richtig? Am Anfang erst nur so Kontakte und dann haben sie iSync-Zeug gehabt. Und Jobs saß auch mal auf so einer D8 und hatte gesagt, ja, wir wollen hier kein Palm sein oder so, aber wir haben ja ein Spitzenteam mit iSync. Die können wir ein bisschen iSync was war auch gut. Also Nokia Communicator, der kam tatsächlich schon in den 90ern. Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf zusammenbekommen. Aber die ersten, die waren natürlich auch noch wild. Die hatten dann mit den späteren gar nichts mehr zu tun, eigentlich, kannst du sagen. Ja, ich hatte, glaube ich, so ein Palm 3X oder sowas in der Richtung in der Zeit und ein 6310 und schön Irda und hat alles nicht funktioniert. Ja, gut, das waren auch schon harte Zeiten. Und der Palm 3X, der hatte auch keinen Akku, sondern du musstest schnell sein, deine AAA-Batterien zu wechseln. Really? Sonst Daten weg. Wow. Ja, ja. Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Also das ist mir auch nicht mehr aktiv im Gehirn. Doch. Das muss ich ganz schwer verdrängt haben. Ich kann mich intensiv dran erinnern, weil das Batterien leer, hab nicht gemerkt, alles weg, wieder mit dem PC synken. Ja. Ach ja, gut.